Und damit wieder mal einen wunderschönen Buongiorno, Ladies and Gentlepeople. Ich bin diesmal wieder unterwegs, auch nicht mal als rasender Reporter, nicht nur der Lars. Ja, dieses Mal bin ich wieder mal unterwegs und zwar in Sieke. Gut, was hat Sieke zu bieten? Nix. Und davon ganz viel. Aber hier ist unter anderem eine Organisation oder was gesagt ein Kinderhospiz und zwar das Kinderhospiz Löwenherz. Und das möchte ich euch gerne ein bisschen näher vorstellen. Das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Sieke bei Bremen nimmt Kinder sowie Jugendliche und junge Erwachsene mit lebensverkürzenden verlaufenden Krankheiten auf, bei denen eine Heilung nach dem Stand der Medizin ausgeschlossen ist. Die Häuser haben zurzeit jeweils 6 Pflegezimmer für die erkrankten Kinder und die Jugendlichen sowie Zimmer für Eltern und Geschwister. Etwa 200 Familien können hier jährlich zu Gast sein. Zusätzlich bietet der Verein mit seinen ambulanten Kinderhospizdiensten in Bremen, Braunschweig und Lingen Familienbegleitung und Unterstützung an. In Niedersachsen kooperieren Löwenherz mit 24 Hospizvereinen und schult ehrenamtlich auch in ambulanten Kinderhospizarbeiten. Ja, so, das soll es dann mal wieder für diese Woche von mir gewesen sein. Diesmal mal im Hochformat. Also ich versuche das irgendwie ein bisschen so zu schneiden, dass das ein bisschen besser aussieht. Ansonsten, wenn euch das jetzt interessiert, weiterhin das Kinderhospiz Löwenherz. Ich werde unten in die Videobeschreibung mal reinpacken, sämtliche Infos und auch das Spendenkonto, wer also von euch was spenden möchte. Ich selber habe auch schon gespendet, also ist auf jeden Fall für eine gute Sache. Und ansonsten würde ich mich jetzt verabschieden, wie immer von euch mit Hasta luego und nicht vergessen, anschauen, liken, teilen, abonnieren. Und bis dahin, macht's gut, sagt euch euer Nerd mit dem Shirt, den jetzt ein bisschen kalt ist. Und macht's gut von eurem Mitch von Too Scoop.